Hallo, ich sitze hier im Keller, im Multifunktionskeller, wie man sieht, und werde jetzt was entpacken. Unboxing, nämlich Fanpost, jawohl. Und zwar das hier. Machen wir es heute mal so mit einem tollen Thumbnail, nämlich ein Paket, ein größeres. Das wusste ich, dass es kommt, aber DHL hat wieder einen Tag länger gebraucht, als es sollte. Deswegen gibt es das Unboxing-Video jetzt natürlich trotzdem und das wird diesen Sonntag sein und der Import-Report kommt dann nächste Woche wieder, voraussichtlich. Gut, das ist ein Paket vom Tokio aus Korea. Genau, Tokio und Korea passt gut zusammen, ich weiß, natürlich, aber es ist das angekündigte oder zu erwartende oder angedeutete Paket, wo vermutlich irgendwas zum Konsumieren drin sein wird. Schauen wir halt mal. Ist auch interessant zugepappt, weil nämlich das ist eigentlich so. Hier, weil da oben sind die Öffnungs. Deswegen werde ich das jetzt hier irgendwie aufmachen. Nun schauen wir halt mal. Aber gut, danke Tokio auf jeden Fall. Man freut sich immer, also ich freue mich immer, wenn es was zum Aufmachen gibt. Jawohl. So, gefährlich, ich weiß. Es ist übrigens früher Morgen noch. Es ist, naja, nicht mehr ganz so früh. DHL war die Woche schon mal noch sehr viel früher da. Da waren wir wirklich noch im Bett. Sehr gut. Diesmal ging's. Und es ist ein Samstag. Da geht's auch. Aber na gut. Also, Paket geöffnet. Dann schauen wir mal, was so drin ist. Papier. Ein Zettel, ein Brieflein vom Tokio. Also, Grüß Gott, Ulrich. Hier mal ein paar kleine Leckereien und ein Getränk aus Korea. Der Cup-Nudelsnack ist ja, was die Zubereitung angeht, eigentlich gut erklärt an der Seite. Auch wenn auf Koreanisch. Naja gut, werden wir schon hinkriegen, glaube ich. Der Milky's Drink ist das japanische Kalpis, wovon du vielleicht schon gehört hast. Nö. Finde ich eigentlich sehr lecker, sagte. Dann bin ich mal, ist immer gespannt auf die Videos, die folgen werden. Schöne Grüße vom Tokio. Danke, Tokio, wie gesagt. Und ja, Videos werden folgen. Ich habe ein bisschen ein Ungleichgewicht an Essen, Trinken jetzt, aber das werden wir auch gebacken kriegen oder gegessen kriegen. Hahaha. Gut, aber zuerst was man nicht essen kann, nämlich einen schicken Anhänger, Schlüsselanhänger, handmade in Korea. Steht hier. Das ist echt hübsch nett. Danke dir. Das kann man dann mal vielleicht an meinen Schlüssel hinhängen. Dann gehen wir es mal an. Hier haben wir irgendwas Sins 1972. Honey and Apple Kartoffel Stäbchen Schriddel Rillen Teile Chips. Chips sind ja nicht. Honig und Apfel, das dürfte wohl eher süß sein. Danke. Dann gucken wir mal. Dann habe ich hier Sweet Vanilla. Orchids of the Genus Vanilla. Vanilla. Der Diminutiv irgendwas, auch mein Gott, Markennamen wird schwierig. Da gucke ich, da mein Anspruch ist ja bei Videos, den Markennamen hoffentlich auch zu treffen, einigermaßen. Das könnte ein bisschen schwieriger werden. Ah, hier steht Orion World, komm, hilfreich. Hier jedenfalls sieht auch interessant aus. Danke. Dann haben wir hier, oh Gott, da muss ich nachgucken. Ganz ehrlich, also es ist nicht die gleiche, die ich schon mal hatte, schätze ich, oder? Hier, eine warme Nudelmahlzeit, die vermutlich steht da irgendwo ganz fies hot drauf. Da muss ich noch eruieren. So was Ähnliches hatte ich schon mal, das wissen wir, denke ich. Aber es sind, glaube ich, andere. Aber das muss ich, werde ich meinen bildlichen Abvergleich machen. Und wenn nicht, dann ist es halt doppelt gemoppelt, macht nichts. Aber mal gucken. Hier, wie ist Zubereitung? Reinkippen, Wasser drauf. 1000 Watt, 2,5 Minuten steht hier und dann Pulverchen. Ja, ich glaube, bin. Oh, also da kann man ja mal, ich werde dann auch mal, da gibt es zwei verschiedene Zubereitungsmethoden. Ah, Wasser erst und dann in die Mikro. Ach so, Wasser und dann in die Mikrowelle oder Wasser heiß machen und draufkippen. Man lernt nie aus. Naja, gut, es gibt ja so Apps, wo man so draufhalten kann. Die funktionieren auch erstaunlich gut, habe ich festgestellt. Dann werde ich das schon auf die Reihe kriegen. Danke. So, was habe ich denn hier noch? Und hier haben wir Mojito Chips. Was? 88% steht hier irgendwas. Ich glaube,
Ich glaube, ich muss das wirklich mal klug anstellen, weil Sachen, die nicht auch mit deutsch-englischen Aufklebern ausgestattet sind, einfach mal drüber gehen mit so einem. Jetzt, wo ich auch ein tolles Smartphone habe, da geht, stimmt, mit dem Smartphone geht es ja noch besser. Kann ich zwar das Display kaum lesen, weil es so klein ist, aber ja, hier. Das sind ja auch lustig. Danke. So, dann müsste irgendwo noch. Ah ja, da ist. Oh. Das ist Füllmaterial. Ja. Aber. Jetzt weiß ich auch, warum es nicht geschwappt hat, weil er es doch sehr intensiv eingewickelt hat. Oh, und hier haben wir ein Getränk. Von Lotte. Lotte hatte ich die Tage in der Hand. Das seht ihr auch bald. Das, oh, das ist dieses Milkies. New Feeling of Soda Beverage. Das ist ja lustig. Da steht sogar Englisch drunter. Milkies. Das sieht irgendwie milchig aus, ja. Interessant. Das ist auf jeden Fall interessant, alleine schon vom Anblick her. Diese verdächtigen, milchig, trübe, weiße Wässerchen, wo man auch immer das gezapft, gemolken haben könnte. Ja, okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Bin gespannt. Oh Gott, so viel koreanische Schriftzeichen auf einmal. Ah, 250, Moment. Das sollen 250 sein? Ist doch mehr, oder? Das ist das. Also, das ist doch mehr wie 250 Milliliter. Ah, hier, 500. Ach ja, 500 und 250 Kalorien. Jetzt kommt's hin. Okay. Das werde ich auf jeden Fall natürlich trinken. In absehbarer Zeit. Das wird recht schnell gehen, weil ich ja vom letzten Paket vom Dominik, danke Dominik nochmal, relativ viel Essen und wenig Getränke habe. Und das geht hier aber auch. Kriegen wir hin. Wird alles gegessen und gefilmt und getrunken und gefilmt. Und dann sage ich hier nochmal danke im Tokio für dieses Paket. Das ist fast wie Amazon-Paket. Sehr viel Karton. Aber ja, man freut sich. Ich danke dir. Das sieht alles interessant aus. Lässt sich auch. Gut, das hier wird ein bisschen aufwendiger sein, aber kriegen wir hin. Und die lassen sich hier schnell mal unterbringen. Ich habe mir gerade einen Finger aufgekratzt. Irgendwie, ja, spinnig und blut sogar ein bisschen. Egal. Jedenfalls, ein hübsches kleines Fanpost-Paketchen aus Korea. Danke, Tokio. Ja, danke. Und das wird konsumiert. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen interessiert und gefallen, was hier zu entpacken war. Und ihr vermisst den Importer-Report nicht zu sehr. Der kommt, wie gesagt, nächste Woche dann. Dafür ganz sicher wieder, denke ich. Aber jedenfalls, ich habe hier Unboxed. Ich habe hier was zum Konsumieren. Das wird alles Folgen haben. Mehrere. Hahaha. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Danke, Tokio, fürs Schicken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.